Andreeva. Ab in die Spitze. Durch die Abwehr. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Die Idee war klasse. Der Pass war prima. Aber der Sprint, der war falsch getimt. Er versucht's alleine. Bale. Bedimo. William. Benzema. Benzema sucht immer wieder den Abschluss. Und wenn er eine Möglichkeit sieht, dann lässt er sie garantiert nicht ungenutzt verstreichen. Jetzt muss er nur noch treffen. Gonalon. Müller. Und rüber auf den Flügel. Gute Arbeit des Verteidigers. Er klärt auf Kosten einer Ecke. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Guter Lauf auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Und rein damit. Die Flanke ist keine Gefahr. Der Ball kommt in die Mitte. Der wird eine Zeit lang brauchen, bis er wieder runterkommt. Radu. Ein Pass auf den Flügel. Radu hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Rafael. Bale. Der kommt richtig lang. Super gehalten. Abgewehrt. Thiago Motta im Vollsprint auf der linken Flanke. Der muss sitzen. Bale. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Radu haut den Ball erstmal weg. Weit raus aus dem Gefahrenbereich. Sie schlagen ihn nach vorn. Higuain. Bedimo. Jetzt zieht er auf. Jetzt aber. Benzema. Tor für Olympique Lyon. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Das ist ein wahrer Bilderbuchabschluss. Wunderschönes Tor. Das war ein Abschluss der Marke Hau drauf. Und das war trotzdem richtig raffiniert. Olympique Lyon liegt also mit einem Tor vorn.
So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Er versucht ihn da durchzuspielen. Bale gibt einfach nie auf. Diesmal haben sie ihn aufgehalten. Ich bin mir aber sicher, dass er es bei der nächsten Gelegenheit wieder versuchen wird. Allein gegen alle, er hat dieses Duell nicht für sich entscheiden können. Willian. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Willian guckt sich um. Welche Optionen gibt's für ihn? Mit der Stirn. Der Ball ist im Netz. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Stark. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Zwei Tore trennen die beiden Teams nach den ersten 45 Minuten. Hälfte 2 ist eröffnet. Und da ist der Pass. Häuptling Zauberfuß. Langer Ball nach vorn. Ist das ein langer Ball? Hier ist Bale. Bale macht auf der rechten Seite richtig Dampf und setzt den Gegner unter Druck. Gonalon. Das war knapp. Gut gemacht. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Sauber verteidigt. Willian. Das könnte was werden. Es war ein Foul, gar keine Frage. Er wird wohl direkt draufhalten. Ein weiteres Tor muss der Gegner um jeden Preis vermeiden. Pfosten. Willian. Und noch ein Tor. Sie liegen mit 3 Treffern vorn. Und das ist es doch wohl schon gewesen, oder etwa nicht? Die Hintermannschaft war dicht gestaffelt. Genau das war das Problem. Deswegen hat der Torwart den Ball erst so spät gesehen. Damit also steht's 3:0.
Thuram. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Da stehen sie wirklich stabil. Ich glaube, genau so stellt man sich das vor. Rauskommen aus der Kabine und einnetzen. Olympique Lyon nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Raphael. Bale. Ab auf die linke Seite. Candreva kann die Situation klären. Ab auf die Flanke. Und er bringt ihn rein. Und sie schlagen ihn raus. Bedibo schießt ihn aufs Tor. Candreva. Felipe Anderson. Wieder mal richtig gut verteidigt. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Da ist die Chance. Er trifft. Hier spielt nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wird es zweistellig? So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Jetzt gibt es einen richtig schönen Streifen hier. Raphael Varane mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Bale. Das ist Benzema. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Und macht er den? Er sitzt. Moment. Nein, der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden. Die Fahne des Linienrichters kam sehr spät, aber eben nicht zu spät. Auch der Unparteiische hat etwas gebraucht, um das zu realisieren. Aber sie lagen richtig. Die Entscheidung fällt spät, ist aber korrekt. Bale. William. Da tankt er sich durch. Listig gemacht. Erfahrung zahlt sich halt aus. Candreva. Langer Ball in den freien Raum. Er bekommt eine zweite Chance. Wenn der nicht rangegangen ist. Das Ding hat er wunderschön gemacht. Gut gehalten vom Torhüter. William. Den muss er machen. Radu. Ein langer Ball über die Abwehr. Raus auf den Flügel. Ein weiter Ball zu Bedimo. Er wartet auf die Flanke. Es sieht gut aus. Das ist die Chance. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Sie haben das Spiel nach Belieben beherrscht und dominiert und im Prinzip